Ich habe mich mal wieder als Kalle der Rettertüten-Retterrentner betätigt und aus Lidl-Rettertüten Blumenkohl herausgeholt. Diesen habe ich süß-sauer eingekocht. Wie ich das gemacht habe, erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Hier der Überblick über die Zutaten. 2 Blumenkohlköpfe, eine Zitrone, ein halbes Bund Dill, ein Viertel Bund Petersilie, eine Zwiebel, ein Esslöffel Salz, 2 Esslöffel Zucker, 750 ml Wasser, 250 ml Kräuteressig, ein Esslöffel Senfkörner, einen halben Esslöffel Pfefferkörner und einen halben Esslöffel Knoblauchmus. Als erstes muss der Blumenkohl geputzt werden, das heißt die Blätter ab, den Strunk raus und alles in kleine Röschen teilen. Die Röschen werden dann gut gewaschen und in leicht gesalzenem Wasser gekocht. Je nach Dicke und Größe benötigen sie 5 bis 10 Minuten, bis sie bissfest gar sind. Da sie später ja noch eingekocht werden, habe ich sie nach 5 Minuten schon herausgeholt und in kaltes Wasser gelegt. Eine Zitrone dabei, das führt dazu, dass die Röschen ihre Farbe behalten. Jetzt wird der Dill gewaschen und dann geschnitten. Dann habe ich 4 500 ml fassende Gläser vorbereitet. Die habe ich als erstes mal mit kochendem Wasser ausgespült. In die Gläser kommt jetzt erstmal nur der Dill. Dann werden Röschen in die Gläser eingefüllt. Anders als bei anderen Einkochvorgängen habe ich die weiteren Gewürze weggelassen. Die kamen dann erst in den Sud. Für den Sud zum Übergießen der Blumenkohlröschen in den Gläsern habe ich als erstes Zwiebeln in einen Topf getan, dann das Wasser und den Essig dazu. Aufgekocht und bei geschlossenem Deckel so lange ziehen lassen, bis der Sud abgekühlt ist. Dann wird der Sud durch ein Sieb abgeschüttet und noch einmal aufgekocht. Jetzt kommen auch die weiteren Gewürze Salz und Zucker hinzu. Den Sud dann über die Blumenkohlröschen in den Gläsern gießen. Die Gläser werden nun mit den Deckeln fest verschlossen und dann werden sie eingekocht. Nach 30 Minuten bei 100 Grad sind sie dann fertig. Wenn sie etwas abgekühlt sind, dann können sie beschriftet werden. Was ich sonst noch selber einkoche, das könnt ihr in dieser Playlist hier oben sehen. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.